So, liebe Leute, herzlich willkommen bei Let's Play Pokémon Schwert. Ja, ich möchte eine kleine Ankündigung machen, falls ihr euch nicht wundert. Ich hatte eigentlich angekündigt, dass ich nach dem Let's Play hier Pokémon Let's Go Evoli spielen werde. Das werde ich leider nicht tun. Die Gründe werde ich euch dann später nennen. Ich werde meinen YouTube-Kanal nach und nach runterfahren. Nicht komplett auf Null, aber zumindest erstmal auf ein Minimum. Sprich, es werden ein, vielleicht zwei Projekte maximal am Tag kommen. Und nicht mehr, wie ich jetzt gerade gehabt, vier. Das heißt, Pokémon fällt weg und Atildorn fällt dann irgendwann weg. Ich muss vielleicht nur ein, zwei Projekte am Tag machen. Ja, wie der Kunde werde ich euch dann nennen, sobald ich Gewissheit habe, was ich zu nennen bereit. Und wird dann für eine gewisse Zeit auf Null runtergezogen. Das heißt, ich werde nicht komplett von der Bildfläche verschwinden, sondern wenn überhaupt mal sporadisch irgendwie da sein, also nicht mehr wirklich dauerhaft. Wird aber dann irgendwann wieder aktiviert und wieder ein bisschen hochgefahren, aber jetzt erstmal wieder zur Zeit nicht. Also die Gründe werde ich euch dann in Zukunft nennen, warum. Und ja, okay, jetzt aber erstmal wieder zurück zu den Pokémon. Und der. Wir sind in Score City. Und wir sollen uns für das Finalturnier hier in Score City anmelden. Ich habe nebenbei noch ein bisschen trainiert in der Naturzone. Aber wenn es Nomnom ist, mittlerweile Level 62, ich habe es immer noch nicht entwickelt. Obwohl, dass ich mittlerweile campen war und ich habe es mittlerweile viel trainiert. Ich hoffe es, dass es während des Finalturniers, bevor wir dann wirklich ins Finale gegen Gideon gehen, sich entwickelt, dass ich dann das große Finale habe. Jetzt aber erstmal nicht und wir machen heute erstmal weiter mit der Anmeldung hier in Score City, mit dem großen Finalturnier. Ja, schön, ich erkläre es richtig. Wir haben deine Kämpfe mit Spannung verfolgt. Gemäß den Regeln muss ich aber trotzdem prüfen, ob du wirklich alle Orden hast. Ha, du warst schon bereit, dich vor allen Leuten wie die zu kämpfen. Fettes war ja letztendlich qualifiziert. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir ihn noch nicht zum letzten Mal gesehen haben. Wie auch immer, komm, lass uns eine weitere Richtung gehen. An alle Trainer, die die Arena-Challenge bestanden haben, das Vorturnier fängt gleich an. Bitte gebt euch auf den Kampfplatz des Stadions, wenn ihr bereit seid. Ja, ich bin bereit, liebe Leute. Das heißt, ich werde mein Nomnom nach vorne ziehen, damit ich für den Fall, dass ich es zur Entwicklung zwingen kann. Also, wie gesagt, wir starten mal den ersten Kampf des Turniers. So. Gut. Die Frage ist, wer wird unser erster Gegner? Oh, das ist Mary. Mir war schon immer klar, dass du es schaffen würdest, alle Orden zu sammeln. Ich wusste, dass du das Vorturnier erreichen würdest. Es gibt viel, wofür ich hier kämpfe, weißt du? Für meinen Bruder zum Beispiel. Aber ich kämpfe auch für meine Heimatstadt Spikeford, um mir auf die Sprünge zu helfen. Aber ganz ehrlich, letztendlich würde ich mir den Titel unbedingt für mich selbst erkämpfen. Also nimm es mir einfach nicht übel, wenn ich dich gerade nach einem kurz platt mache und dein Team nach Hause schicke. Ja. Und let's go, Mary fordert uns heraus. Nimm mal mit der Fahrer. Ich hätte es gerne wieder am Anfang einsetzen, aber ich werde es halt immer wieder durchsetzen. Damit ich halt hoffentlich bald die Lücke in der Frage nicht bekomme. So. Ich finde es immer gerne bekämpft, wenn wir neu erzählt werden. Okay, ich muss jetzt wieder mit der Fahrer an. Okay, alles gut, wir machen es. Was gibt es denn für diese Karten für mich gegen Team Unlicht? Und was fängt das mit dem Talk an? Jetzt hinten dann. Gut, ich mache das anders. Ich setze Toxin zuerst ein. Ich gehe da mit Giftschock drauf. So, jetzt wird ein. Vergiftung reinholen. Wir sind jetzt 10 Level drüber, sind wir. So, ich push das nochmal weiter, dann wär's. Ja. Ich hab den Spezial angelegt.
Okay, dann noch einmal hier brauchen wir. Ich dachte, es wäre nicht mal so viel, aber es ist nicht ganz. Ich hätte trotzdem sogar keine Chance, weil ich durchaus entscheiden können. So, die Küche ist ja dann wieder mal mit Folterknecht drauf und schwingt uns. Ja, ist egal. Das ist Cleopatra. Das erste Pokémon von mir ist jetzt mal der Schiff gekommen. So, Morpeto erreicht Level 56. Toxicroak. Das ist ganz sicher Pokémon. Na, ich trotzdem diese. Ordner toll. Dann abnehmen wir schon den Boden. Ich habe auch ein bisschen in der T-Zone trainiert, um vielleicht ein paar Welt zu machen, aber ich habe mir von Sterne jetzt schon das Sammeln einfach so kontrolliert. Das klappt aber nicht so, weil ich das nur so. So. Und dann gehe ich jetzt auf Abwehr. Jetzt quasi meine Taktik, Digga. Jetzt kommt der mir überhaupt nicht mehr, wie die ganz gut ist. Dann wollen wir wieder schnell hoch. 55, Blubella. Die Frage ist, was hast du jetzt für mich? Biro-Pack. Biro-Pack. Italian. Wir hatten die noch 4, 5. Das ist hier drittes. Durchstoß mal drauf. Ja, das ist halt so, ne? Es ist nicht ganz einfach, weil die Farbe auch nicht so gut für dieses Ding ist. Ich habe kein Kampf-Pokémon, kein Fee-Pokémon, kein gar nicht. Aber ich besuche leider gerade hier drittes Pokémon runter. Das heißt, auf jeden Fall kommt jetzt hier wahrscheinlich hier mal Pico. Das habe ich was erwartet. Nom nom, um mal zumindest so ein bisschen KP zu, ja Quatsch, ein bisschen GP zu farmen. Auch nicht toll, ich weiß, dass du angeschlagen bist, aber es, ja, es ist schwierig, weil es ist A von Super Elektro, wir sind nicht hoch, wir sind nicht an, aber es ist unmöglich, und ich bin effektiv gegen die 1A. Ich vermute, dass es nochmal jetzt gleich Knirscher oder sonst irgendwas einsetzen wird. Vor allem ist es jetzt auch im hungrigen Modus, weil es gibt einen Angriffsmodus. Ja, das war schon klar. Vor allem bist du noch. Ich habe mal doch die Genesung. Nein. Aber das ist ein Wellen. Ich bin hier so einsetzen. Zack. Und ich scheiß Vergiftung rausnehmen. Ja, es ist nicht einfach. Abbeben drauf. Und das war's mit dem guten kleinen Mob. So, die Folge ist passiert noch. Den Langar. Das ist viel und nicht. Das ist viel und nicht. Gehe ich mal auf einen Starter. Ja, ich sag ja, es ist halt ein Kamm, wo ich definitiv nicht so richtig nur sage. Ach, meine Fettchen, der Kampf, ich will dafür die Zeit gewinnen. Also haben wir es durchschnittlich gerade nicht. Ich schieße mich mit dem Rücken. 49er Olanga, wir haben Level 58.
Scheiße. Drauf mit der Dina. So. Ich werde euch übrigens nur heute diesen Kampf zeigen. Gegen Mary, der von Kampf zu Kampf denken. Ja, dann wieder, pass da drauf, doch nicht zu gewinnen, das ist voll auf Gegner der Netz. Ja, die ganze von Kampf zu Kampf denken, von Runde zu Runde, wenn die Kämpfe halt nur Minuten dauern, heute auf Freitag bereit sind, da soll nicht passieren, dass ich einfach nicht so lange kann, das halbe Kampf zu zeigen. Wird trotzdem einen guten Verlauf der Folge machen. So, jetzt kommt wieder Wasserattacke drauf. Wir haben ja noch. Bombe. So, das ist so lange da. Hatte nicht den Hauch einer. Was? Und dieses Ding haben wir dann doch gewonnen. Terrion Level 99. Und hier. Lang Mary begraben ihre Hoffnung. Ach, verloren. Aber im Endeffekt ist das besser, was soll ich zu einem tollen Team machen. Alle Blicke im Stadion waren auf uns gerichtet, während wir gekämpft haben. Sie hören, wie das Publikum meinem Team und mir zujubelt, war einfach das Geilste. Aber ich habe verloren. Daran lässt sich hier nichts ändern. Aber wenigstens habe ich den Zuschauern eine tolle Show geliefert, die sie so schnell nicht vergessen werden. Das ist auch schon mal was wert. Und ich selbst werde jetzt auch zum Zuschauer. Den Rest der Veranstaltung schaue ich mir mit meinem Bruder zusammen an. Ich bin schon total gespannt, wer am Ende gegen den Champ kämpfen wird. Ob ich dich anfeuern werde oder jemand anders, weiß ich selbst noch nicht. So, Zeit das Feld zu räumen. Bis dann. Oh, hey Kev. Wir sehen uns auf jeden Fall im letzten Kampf des Fortunes. Bei deinem Match eben wurde mir klar, dass ich einfach gewinnen muss. Meine Pokémon stehen auch schon total unter Strom, seit sie deinen Sieg gesehen haben. Ist hier top unterwegs der Gegner oder was? Ha. Entschuldige die Störung. Ich weiß, dass du gerade jetzt von deinem Kampf zurück bist, aber das Match von Top endet nicht als erwartet. Er hat einen bewältigten Sieg errungen. Bitte geh zurück auf den Kampfplatz, sobald du bereit bist. Ja, aber nicht jetzt, sondern morgen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Pokémon Schwert. Und dann geht's in Kampf Nummer 2 des Vorturniers. Und dann machen wir den Ring auf.